Mein Thema heute: Raw Audio und der Raw Audio Playlist Daemon. Ich habe vor einiger Zeit bei der UU Genf schon mal ein paar Vorträge gehalten zu ähnlichen Themen und ich will jetzt das mal so ein bisschen anschließen, so mehr aus User-Sicht, so ein bisschen mehr aus User-Sicht. Für die Leute, die mich noch nicht kennen, ich bin der Löwe, vielleicht im IRC schon mal in der Nickliste drüber gestolpert oder sowas. Ansonsten für die Leute, die ich noch nicht kenne, hallo. Hallo. Okay. Mein sehr kurzer Inhalt, nein, es gibt gleich nochmal einen zweiten Index. Erst ganz kurz die Frage, was ist Raw Audio, zu klären. Da will ich aber nur relativ kurz drauf eingehen. Dafür, wie gesagt, hatte ich schon andere Vorträge, lässt sich auch genug nachlesen. Mein zweiter Punkt, der Raw Audio Playlist Daemon. Und dann am Schluss Fragen, Vorführung und Workshop, sprich. Ich will dann am Schluss noch ein bisschen was Praktisches zeigen und danach, vielleicht hat noch jemand Interesse, dann kann man auch ein bisschen basteln, kann das nochmal im Detail sich angucken, in kleinerer Runde oder ähnliches. Okay, zu Anfang die Frage, was ist Raw Audio? Ich schätze mal, dass die Mehrheit es noch nicht kennengelernt hat hier. Raw Audio ist ein Soundsystem, das ist eine Software, die verbindet verschiedene Komponenten, den Audioanteil dazwischen, die sorgt dafür, dass von einer Applikation in eine andere Applikation Ton reinkommt, dass von einer Applikation zu einer Soundcard Ton kommt, dass von einer Soundcard zu einer Applikation Ton kommt und diese ganzen Verstrickungen dazwischen. Entwickelt wurde es für den Studioeinsatz, das heißt, es kann ein bisschen mehr als die anderen bei Punkten, die dafür relevant sind. Zum Beispiel können wir auch solche Dinge wie mache, dass aus Applikation zu UKW-Sender Sound geht. Gut. Dazu kommt die jedes etwas modernere ist das Netzwerk transparent benutzbar. Bei uns ist es so, dass wir vollständig netzwerktransparent entwickeln. Das heißt, es gibt in Wirklichkeit keinen Unterschied zwischen einem lokalen und einem nicht lokalen Client. Also die zwei, drei kleinen Unterschiede, die einfach durch die APIs vom Betriebssystem gegeben werden, werden schon in Implementierungen dann so weit abstrahiert, dass man davon nichts mehr sieht. Ein Fakt, der gleich wichtig wird, es kann komprimierte Audiodaten. Das heißt, es kann schon höhere Codecs, die kann es dann selbstständig, können die verarbeitet werden und das müssen dann die Applikationen nicht tun. Sie können das nutzen oder sie können es auch nicht nutzen und können natürlich auch mit unkomprimierten Daten arbeiten, aber das geht. Und das ist vor allen Dingen relevant im Bereich der Netzwerkstransparenz, weil ihr habt vielleicht schon hier gemerkt, dass das Internet hier ziemlich mies funktioniert, wenn ich jetzt hier anfangen würde, irgendwie einen 2 Megabit starken Audiodatenstrom nach außen senden zu wollen, wie dieses schicke Mikrofon hier, dann würde das wahrscheinlich nicht klappen. Dafür kann man aber hier komprimierte Formate verwenden und kann sie dann rausschicken. So, und was in dem Bereich auch noch interessant ist, es kann als einziges Soundsystem, das mir bekannt ist, kann es mit Metadaten umgehen und kann die sauber durchreichen. Und das ist halt auch spannend, wenn man halt zum Beispiel Webradio macht und man möchte gerne, dass man irgendwie dann die Leute auch sehen, was sie gerade abgespielt bekommen. So. Jetzt hat, wie eben schon angekündigt, mein zweiter Index, jetzt ein bisschen mehr im Detail. Der zweite Teil ist der Raw Audio Playlist Daemon, das Programm, das ich jetzt eigentlich erzählen möchte heute. Zu Anfang ein bisschen kurz, was es ist, dann ein bisschen was kurz über Playlists gesagt, ein bisschen was über die Queue und die History. Werdet ihr dann schon erfahren, was das ist, über Pointer, über Playlist-Innen-Export, über die Protokolle, die es kann und vielleicht noch einen kleinen Teil am Schluss über die Titelidentifikation. Für die Leute hier, die es dann noch interessiert und bei denen der Nerd-Faktor höher 50% liegt. Gut. Also, der RPLD, wir reden meistens von RPLD, weil das wird sonst so ein Wort immer, das ist nicht so gut, ist kein Player, er ist ein Playlistenverwalter. Das heißt,
Er managt Playlists, wie der Name sagt, hat aber vieles, was ein normaler Player hat, nicht drin. Er hat keinerlei Funktionen, um mit Audiodaten irgendeiner Form umzugehen. Er hat keine Decoder drin, er hat keine Encoder drin, er hat keine GUI, er hat all diesen ganzen Quatsch hat er nicht. Er verwaltet Playlisten und kann dann Einträge aus dieser Playlist abspielen, indem er die entsprechende Ressource öffnet und sie dann an das Backend, an den Raw-Audio-Server weiterreicht. Und auf die Art und Weise kann er abspielen. Das heißt, er schiebt einfach nur die Daten unbearbeitet durch, hat aber selbst keine Ahnung, wie das funktioniert. Also man kann da im Prinzip alles durchschieben. Gut. Die Sache ist, er basiert auf der LibRaw. Das heißt, das ist so eine unserer wichtigen Implementierungen. Raw-Audio ist netzwerkstransparent. Das heißt, wir müssen aufpassen, dass wir eine gemeinsame Schnittstelle haben. Deswegen entwickeln wir protokollzentrisch, nicht implementierungszentrisch. Das heißt, es wird das Protokoll geschrieben und später implementiert. Das wiederum sorgt dafür, dass wir mittlerweile mehrere Implementierungsprotokolls haben, die für verschiedene Dinge unterschiedlich gut geeignet sind. Das ist nur als kleiner Hinweis. Er benutzt jetzt hier die wohl wichtigste Implementierung. Und die hat halt auch, weil wir das eh intern brauchen, Abstraktionslayer für I/O. Und über das öffnet er dann die Ressourcen. Das heißt, selbst hat er auch keine Ahnung, wie das alles funktioniert. Wenn ich ihm eine Datei gebe, dann sagt er nur der Bibliothek, öffne das. Und dann macht die das. Und wenn ich dem jetzt einen Radiostream zum Beispiel gebe, dann öffnet er das genauso wie die Bibliothek. Aber er kennt tatsächlich nicht mal einen Unterschied. Er gibt es einfach nur weiter und die Bibliothek macht das dann irgendwie. Okay. Zu den Playlisten, wie gesagt, er ist ein Playlistenverwalter, also hat er Playlisten. Er kann davon viele haben. Es gibt einige Player, die haben eine primäre Playlist. Es gibt andere, die haben solche Kollektionssysteme und hast du nicht gesehen. Die können mehrere Playlists verwalten. Er gehört hier auch zu der Gruppe von denen, die mehrere Playlists verwalten können. Man kann davon viele aufmachen. Es gibt irgendwo ein Limit, bis er dann an seine internen Strukturen stößt, aber das ist hoch genug. So. Innerhalb einer Playlist kann man beliebig Einträge erzeugen, löschen, verschieben, in die Queue schieben, kriegen wir gleich im nächsten Punkt. Also alles damit tun, was wir damit möchten. Weiterhin ist es so, dass die Playlists untereinander eine Hierarchie bilden können. Das heißt, man kann zum Beispiel sagen, okay, ich habe eine Playlist für ein Medium, da kommt alles rein. Aber auf dem Medium sind mehrere Alben, dann habe ich nur eins für das Medium und darunter für jedes Album, was da drauf ist, zum Beispiel eine eigene Playlist. Und dann kann ich das so schön als Baum mir auch darstellen lassen. Also auch das geht damit. Gut, dann kommen wir jetzt zur Queue und zur History. Die Queue ist eine Playlist wie jede andere auch. Erstmal nur mit einer Erweiterung. Das, was in ihr drin steht, wird abgespielt. Also ich füge da einen Titel hinzu und drücke auf Play und dann wird es abgespielt. Wenn ich gerade auf Stopp gedrückt habe, dann bleibt es einfach so lange drin liegen, bis jemand Play drückt. Verstehe ich mal. Die Playlist tut doch genau das. Also das ist. Nein, nein. Du hast eine Playlist. In der hast du deine Titel drin stehen. Und du hast eine bestimmte Playlist, aus der wird abgespielt. Und die anderen, die So nur als abgespielt Bibliothek. von Playlist A in Die die Queue Queue. und von Playlist B in die Queue. Und dann wird erst Song A, dann B gespielt, die wandern dann in die History. Genau. Das ist halt jetzt der nächste Punkt, das nimmst du mir schon voraus. Wenn es dann fertig abgespielt ist, wandert es in die History. Die History hat eine Größe, die kann man einstellen, das heißt, sie hält einfach die letzten 10 Titel vor oder die letzten 100 oder die letzten 10.000. Okay, das habe ich noch nicht ausprobiert, aber theoretisch geht das auch, ob man es jetzt möchte oder nicht. Ich habe mich halt schon nicht so viel mit dem Thema beschäftigt, deswegen. Ja, frag gerne. Ich habe eine Verzeichnisstruktur, in der Songs oder was auch immer liegen. Wozu brauche ich für jeden noch eine extra Playlist? Das ist eine ganz einfache Sache. Du möchtest die Daten verfügbar haben. Das heißt, du möchtest da drin suchen können, du möchtest deine Metadaten sehen und so weiter. Das heißt, die Software muss die Daten cachen. Spätestens, wenn du eine externe Ressource hast, zum Beispiel wie ein Stream,
den hast du nicht mehr in deinem Filesystem liegen. Du brauchst also irgendwo nochmal eine Instanz, wo das, was auch wirklich abspielbar ist, mit den Daten, was es ist, mit einem Titel, mit einem Autor und so weiter, das musst du nochmal irgendwo ablegen. Und dafür dienen diese Playlisten. So, und da kannst du dann aus einem Verzeichnis, kannst du die befüttern. Das ist der normale Weg. Du kannst aber zum Beispiel auch eine Playlist aus einem Stream-Verzeichnis generieren. Ja, also das geht dann genauso. Okay. Gibt es noch Fragen zu der Queue und der History? Die existieren genau einmal, oder? Das ist eine sehr gute Frage. Danke. Im Moment existieren sie genau einmal und mit der nächsten Version soll sie dann so oft existieren, wie man will. Das ist genau das Key-Feature für die nächste Version, die hoffentlich in so 2-3 Wochen rauskommt. Also. Warum? Weil du zu Hause mehrere Räume hast. Und dann kannst du eine Queue für jeden Raum erzeugen. Und mit einer entsprechenden History oder mit einer gemeinsamen History. Was dann nur spannend ist, um nachzugucken, wo es herkommt, aber weniger, um dann einen Schritt zurückgehen zu können. Und auf die Art und Weise kannst du dann halt eine zentrale Instanz haben mit entsprechendem Output. Weil wir netzwerkstransparent sind, kannst du dann einfach irgendeine kleine Kiste haben. Wir hatten ja vorhin das Raspberry Pi angesprochen. Das Ding hat einen Sound-Output. Das Ding ist groß genug. Das Ding wird es tatsächlich bei uns bald mit einem RAW-Audio-Server drauf geben. Also ich bin auch schon scharf auf die Bestellung. Dann kannst du so eine kleine Kiste, kannst du dir in die Küche nageln. Und da schließt du einen Lautsprecher an und kannst Musik damit hören. Und im Wohnzimmer hast du deinen Server, den du wahrscheinlich eh hast. Ich weiß nicht, wie es bei dir zu Hause aussieht. Und da läuft dann eigentlich der Player drauf. Das heißt, du brauchst da nicht die Daten hinkriegen, sondern die liegen bei dir einmal zentral auf dem File-Server oder wie auch immer. Gut. Dazu hatte ich vor längerer Zeit mal einen Vortrag über Joinbox bei der UGN, damals am Forum. Wenn du Interesse hast, kann ich dir dann noch ein paar Daten dazu geben. Also, genau, wir können das am Ende, können wir das nochmal klären. So, jetzt kommen wir zu den Pointern. Die Pointer sind das ultimative Key-Feature. Nein, also nicht ganz. Sie sind aber das, was uns ein bisschen einzigartig macht. Denn bis jetzt haben wir gesagt, wir haben eine Playlist und wir verschieben was in die Queue. Und dann wird es abgespielt. Gut. Und was passiert, wenn es abgespielt ist? Dann ist die Queue hier erstmal leer. Ja, und wenn die leer ist, dann geht er in den Stop-Mode. Und dann war es das. Dann ist es mit der Musik gewesen. Jetzt brauchen wir also irgendwas, was noch dafür sorgt, dass vielleicht die Musik dann nicht aufhört. Und genau dafür haben wir die Pointer. Die Pointer sind Regeln zur automatischen Befüllung der Queue. Hört sich zwar ein bisschen kompliziert an, aber in der Praxis ist es doch ganz gut zu bedienen. Das erste ist der Current Pointer, der hier als zweites aufgelistet wird. Der zeigt auf das nächste Lied. Den setze ich in einer beliebigen Playlist auf ein Lied und sobald die Queue leer läuft, wird dieses Lied in die Playlist verschoben und abgespielt. Und der Pointer wird in der Playlist, in der er liegt, eins weiter geschoben. Das heißt, wenn ich jetzt eine Playlist habe mit 5 Titeln, ich setze den auf den obersten Titel und drücke Play, dann werden diese 5 Titel nacheinander abgespielt. Habt ihr das dann, also das ist man dann wirklich spezifisch von Pointer, programmiertechnischen Pointern? Nein, also. Die Frage ist einfach, läuft es intern dann so, dass ihr quasi eine Callback-Funktion habt, der ich dann quasi auch eine andere Funktion geben kann, die mir einfach nur sagt, ich möchte halt eben quasi einen Funktionspointer namens Current und ich kann dem jetzt eine beliebige Funktion einfach geben und dann in deinem Beispiel ist es halt eben, dass er das nächste Lied von aktuellen Playlist nehmen soll und wenn er dann die Playlist drückt, dann nimmt er sich als nächstes die nächste Playlist vor oder irgendwas. Und wenn ich halt dazu komme ich gleich noch. Was passiert, wenn ich am Ende bin? Nein, also es ist tatsächlich so, es ist ein Pointer im Sinne einer Funktion hier, die das Ding anbietet. Es ist keine Bibliothek, es ist ein fertiger Daemon und du kannst natürlich anfangen, kannst ihn umprogrammieren. Gerne. Aber ich möchte gerne die Patches sehen zumindest. Ja. Vielleicht ist ja was Nützliches dabei für mich. Aber erstmal ist es Pointer sinngemäß. Es ist also etwas, das zeigt auf einen Eintrag. Und deswegen heißt es Pointer. So, wie das intern aussieht, das ist dann nochmal relativ komplex sogar. Ja, gut. Also dieser Current-Pointer, der rutscht dann halt immer eins weiter, bis er halt irgendwann aufs Ende der Playlist stößt. Und dann würde er theoretisch auf den Eintrag eins hinter der Playlist stoßen. Irgendwann.
Und das ist jetzt ja nicht so toll, weil dann hört ja die Musik wieder auf. Und deswegen gibt es den Default Pointer. Und wenn der Current Pointer durch dieses automatische Weiterschieben gelöscht wird, weil er halt auf den nicht mehr existierenden nächsten Eintrag verweisen würde, wird er auf den Default Pointer gesetzt. Fertig. Das heißt, wenn ich jetzt eine Playlist habe, die ich immer wieder beliebig durchlaufen lassen möchte, dann tue ich den Default Pointer oben auf den ersten Eintrag setzen und dann spielt er die Playlist halt bis in alle Ewigkeit. Die Pointer sind immer pro Playlist. Es gibt diese vier Stück. Global. Also ich wähle jetzt aus einer Playlist was aus und dann packt der automatisch den Song oder was auch immer in die Queue, dass er gespielt wird. Genau. Aber jetzt kriege ich zum Beispiel, da möchte ich es jetzt nicht hin, aus zwei, drei verschiedenen Playlists die Queue zu befüllen, oder? Ja, das ist noch durchaus ein Konzeptproblem, was wir haben. Es ist ein bisschen, es wird jetzt ein paar Änderungen diesbezüglich auch geben, jetzt mit dem Multi-Queue-Support. Wir können das vielleicht auf den Workshop-Anteil später verschieben, weil das geht dann so ein bisschen ins Detail, wie das funktioniert. Ist vielleicht so meine Empfehlung jetzt einfach mal, bevor wir jetzt in Diskussion verlieren. Gut. Dann ist es so, jetzt kommt der Startup-Pointer. Das ist ein Pointer, auf was auch immer der zeigt, das wird beim Starten des Daemons als oberstes in die Playlist, in die Queue geschoben. Jetzt verwirre ich mich auch damit schon. Als oberstes in die Queue geschoben und wird dann abgespielt. Kommt daher, dass wir den haben, weil wir eben Joinbox damit gebaut haben. Das ist ein Internetradio und wir möchten gerne einen Boot-Sound haben. So ein, jetzt bist du gebootet, so wie man das vom Rechner kennt. Ja, und deswegen gibt es diesen Startup-Pointer. So, diese drei Pointer sind global. Die teilen sich alle Clients. Man kann auch hier wieder, es ist ein Daemon, das heißt, man kann mit einer Client-Applikation drauf verbinden. Man kann mit mehreren drauf verbinden. Diese drei Pointer teilen sich alle Clients gleichermaßen. Jetzt gibt es einen vierten Pointer, den Temp-Pointer. Der ist pro Client. Jeder Client sieht da seinen eigenen. Jeder Client kann den eigenen setzen. Der ist dafür da, falls irgendeine Applikation, die es für irgendwas sinnvoll hält. Zum Beispiel, wenn ich eine Applikation habe, die mir die Playlist anzeigt und ich klicke einen Eintrag an, dann ist der gehighlightet in der GUI oder wie auch immer. Dann kann ich da Kontextmenü für aufmachen oder ähnliches. Dann könnte ich die Applikation zum Beispiel sagen, ich setze jetzt den Temp-Pointer da drauf und merke mir auf die Art und Weise, wo ich bin oder sowas. Also da kann der Entwickler der Applikation irgendwas mittreiben. Ist halt ganz praktisch, um sich mal einen Titel irgendwo zu merken. Gibt es noch Fragen hierzu? Wenn ihr jetzt das verstanden habt, dann habt ihr jetzt das ganze Schlimme schon hinter euch. Jetzt wird es nur noch einfacher. Okay. Playlist in Export. Es ist ein Playlist-Daemon. Das heißt, es wäre spannend, wenn ich die Dinger da rein und rauskriegen würde. Deswegen kann er verschiedene Formate in- und exportieren. Leider ist diese Tabelle am Rande des Beamerbilds ein bisschen abgeschnitten, weil da das Regal davor liegt. Ich gehe ganz kurz mal durch. Es gibt ein altes Format, was er intern benutzt hat, wird nicht mehr verwendet. Bitte ignorieren. Das zweite wichtige Format ist VCLT. Das ist schlichtweg einfach jede Zeile ein Metadatum, Key, Gleichzeichen Value. Das heißt zum Beispiel Titel gleich Franz. Oder, na gut, es wäre eben ein Autor. Also Autor gleich Franz und Titel gleich mein neuer toller Song. Und da gibt es ein paar Spezialeinträge, zum Beispiel File Name gleich irgendetwas. So, das ist so im Prinzip die Struktur von so einer Datei. Vorteil ist, kann beliebige Sachen speichern. Das ist das neue Format. Wird nicht nur hierfür verwendet. Gut. Wird zum Beispiel von den Forbes-Tools auch eingelesen. Also deswegen, da kommt das nämlich eigentlich her. Gut. PLS ist ein altes Format, was irgendwie aus Windows-Zeiten stammt. Es wird empfohlen, das mit einer Windows 3.11 INI-File-Routine einzulesen. Dann kann man auch sehen, wo es herkommt. Ja. Nicht zu verwechseln mit den
.pls-Dateien, wo nur ein Dateiname oder ein Streamname drinsteht, die führen wir nämlich auch anders. Also das ist tatsächlich ein eigenes Format. Dann M3U, kann man es sehen? Wenn ich im Weg stehe, sagt mir bitte Bescheid. M3U kennt ihr wahrscheinlich, das ist so eins der gebräuchlichsten. Und dann gibt es noch SPIF. Tatsächlich, so spricht man das laut dem Wiki aus. Gut, das ist ein XML-basierendes Format, was jetzt irgendwie so ein bisschen im Kommen ist. Angeblich ist es dafür geeignet, sehr gut, dass man Playlisten untereinander tauschen kann. Also zum Beispiel, dass ich dir eine Playlist gebe und du es dann einfach abspielen könntest. Die Theorie ist hübsch, die praktische Umsetzung sehe ich noch nicht so ganz gegeben, zumal die allermeisten Implementierungen es auch noch falsch implementieren. Ja. Das basiert dann halt auf so Milliarden von verschiedenen Kontexten, in denen irgendetwas drin liegen kann, und ich glaube, dass die meisten Leute einfach die Spezifikation schon nicht verstehen, bevor sie anfangen zu implementieren. Gut. Und dann eben als letztes noch, was wir einfach als Plain bezeichnen. Das ist halt wirklich eine Zeile, ein Dateiname. Punkt. Das ist das, was halt offen.pls dann benutzt wird, aber in Wirklichkeit ist das ein anderes Format. So. Das haben wir einfach, weil es praktisch ist, dass man das auch kann. Schön ist auch wieder, RPLD öffnet wieder über diese IO-Abstraktionsfunktion die Playlisten und arbeitet darauf. Das heißt, man kann auch eine Playlist, die über HTTP einkommt. Also man hat irgendwo eine Playlist auf einem Server, so einen List-Now-Link auf der Webseite, und kann einfach die Playlist, den URL zur Playlist reinkopieren. Und er kann das dann genauso öffnen. Der merkt da gar keinen Unterschied bei. Gut. Nochmal jetzt zum Protokoll, was das Ding verwendet. Das ist ein befehlszahlenorientiertes Protokoll. Also Netcat, Socket oder sowas. Und man kann das, es gibt auch ein Help dazu. Also wenn man eintippt Help und Return drückt, bekommt man, dann weiß man eigentlich alles, was man wissen braucht. Ja. Und man kann es danach sprechen, wenn man so prinzipiell verstanden hat, wie das funktioniert. Die Idee dahinter war, einfach machen. Machen, dass andere Leute es implementiert kriegen, dass andere Leute es verstanden bekommen und dass man es gut debuggen kann. Und gerade für sowas eignen sich halt solche Protokolle sehr gut. Weiterhin gibt es eine MPD-Emulation, das heißt auch ein MPD-Client kann mit den Daemon ansprechen. MPD ist so ein bisschen die härteste Konkurrenz, die wir haben. Deswegen ist es immer gut, wenn man sagen kann, wir sind kompatibel. Stimmt nicht so ganz. MPD hat ein ganz anderes Konzept. Ich habe ja gesagt, wir sind ein Playlistenverwalter und kein Player. Weil wir viele Dinge, die ein Player hat, nicht drin haben, weil die anders gelöst werden. Wir haben keine GUI oben drauf, wir haben keine Audioverarbeitung. Und wenn ich jetzt einfach den Befehl schicke für MPD, erzeuge ein neues Audio-Irgendwas-Backend mit irgendwelchen Encodern da drin, das ist natürlich vom Konzept her einfach, wir haben so ein Konzept nicht, also können wir es auch nicht tun. Aber so, die Funktionen, die man typischerweise auf einer Fernbedienung finden würde, die gehen alle. Also das ist gar kein Problem. So. Jetzt noch die Sache, was ich angesprochen hatte für den Nerd-Faktor über 50%. Damit man es vielleicht später versteht, falls man es irgendwo sieht. Jeder Eintrag in einer Playlist hat eine ID. Die wird zufällig generiert beim internen Erzeugen des Eintrags des Objektes, heißt GTN, Global Track Number. Ist 64-Bit groß, gibt aber noch eine Short Version mit 32-Bit. Darüber ist jeder Eintrag eindeutig adressierbar innerhalb der laufenden Instanz. So, das ist das, was man wissen muss, wenn man mit Programme dafür gleich schreibt oder wenn man das Ganze mal per Hand versucht zu bedienen, ohne eine schöne GUI. Weiterhin hat jeder Titel eine UUID und die ist die, die auch über den Laufzeit hinaus gültig bleibt. Das heißt, darauf setzt man normalerweise Pointer. Wenn ich Pointer vielleicht mal vorführe, dann sieht man die auch sehen, dass es dann heißt UUID Doppelpunkt irgendwas. Und damit kann man halt darüber hinaus identifizieren, die kann man in die Playlisten packen, die kann man in die Datei mit reinpacken, dann erkennt er die, kann man die tauschen und so weiter. Gut. Spannende Sache noch, das Raw Audio Projekt hat weiterhin noch ein Protokoll namens Tantalus, damit kann man im Netzwerk automatisch Dateien finden. Da ist diese UUID nämlich auch wieder in Gebrauch, das heißt, die UUID
die man hier hat, schmeißt man dann da rein in dieses, in die Bibliothek, die das dann wieder findet. Und ich stelle dann fest, okay, eine Datei, die auf diese UUID passt, finde ich da hinten in der Blackbox oder sonst wo und ziehe mir die jetzt einfach, ohne dass der Benutzer eine Ahnung hat, wo die wirklich herkommt, die Datei. Also die importiert eine Playlist und dann packt er zu jedem Titel oder zu jeder Quelle eine Eintrag. UUID. Falls noch keine vorhanden ist. Und die kann ich global adressieren. Also ich kann sagen, okay, spiel mir die UUID XY und es ist dabei völlig egal, von welcher Playlist die kommt. Also er spielt dann einfach den Titel. Genau. Es ist im zweiten Schritt eben, auch wenn man das entsprechend nutzt, sogar völlig egal, auf welcher Maschine der Titel gerade liegt. Also wie gesagt, das ist dann ein weiteres Produkt, was wir auch mit drin haben, aber das ist hier auch integriert. Das heißt tatsächlich, wenn man eine UUID für den Titel hat und ihm nicht sagt, wie die Datei heißt oder der Stream heißt, dann versucht er das einfach zu finden im Netz. Und erstaunlicherweise funktioniert das sogar meistens, wenn das den Titel wirklich gibt. Ja? Warum dann überhaupt noch die GTN? Die GTN hat den Vorteil, dass sie einfach für die Maschine besser verwaltbar ist und die UUID bleibt erhalten, wenn ich von einer Playlist in eine andere kopiere. Ja, weil es derselbe Titel ist. An die GTN sagt aber genau diesen Eintrag. Das ist dieser Eintrag in dieser Playlist. Also ich habe es so verstanden. Eure UUID ist pro Track. Das heißt, wenn ihr denselben Track habt, irgendwo, also sprich denselben Blob, genau, wie auch immer das aussieht, das sind die UUID. Eure Playlisten sind nichts weiter als letztendlich nur eine große Kategorisierung. Das heißt, ihr habt eine N zu M-Zuordnung. Das heißt, ein Track kann in mehrere Playlisten auftauchen. Natürlich. Die UUID zum Beispiel. Genau. Das jetzt intern löst ihr das gar nicht. Intern gibt es jetzt aber auch noch diese Global Track Number, was für mich vom Verständnis her nichts weiter ist, als sage ich mal eine temporäre Unique Number. Ja. Ja, ja, genau. Deswegen nochmal die Frage: Wenn ihr sowieso die UUID heißt, habt, warum? Weil die ist für den Titel eindeutig. Und die geht. In dieser Playlist? Nein, global. Die GTN. Ja. Das heißt, wenn du den Titel in zwei Playlisten hast, hat er zweimal dieselbe UUID. Punkt. Okay, und warum dann die GTN? Und die GTN ist dann jeweils unterschiedlich. Für die Playlisten jeweils. Genau, also für jeder Eintrag hat eine eigene GTN. Okay. Wie gesagt, es ist später nur dann interessant, also wenn ich jetzt ein GUI drücke, ist das egal, aber wenn ich gleich euch vorführen, je nachdem, wie weit wir da einsteigen, dann wird das Ganze ein bisschen spannender. Gut, nachdem jetzt die ganzen Fragen schon kamen, ja, möchte ich jetzt nochmal auffordern, jetzt dürft ihr einmal bitte feuern. Ja, eine Frage aus vom Internet. Okay. Internet. Oh mein Gott. Ja, Stefan. Ja, Stefan, okay. Lieber Stefan. Wie ist das mit Formaten wie MP3? Werden die auch einfach transparent an den Soundserver weitergereicht? Das hat Stefan gefragt. Ja. Stefan hat das gefragt. Ja. Stefan hat geholfen, den Workaround dafür zu schreiben. Okay, also es ist wahrscheinlich eine fiese Frage, wenn ich euch das jetzt erzähle. Ja, ja, tatsächlich. Also das Raw Audio Projekt ist freie Software. Wir wollen freien Standard etablieren. Wir sind an Freiheit interessiert. Und dazu zählt halt auch, dass wir freie Codecs bevorzugen. Was dafür sorgt, dass es für MP3 einfach schlichtweg keine Codec-ID gibt. Punkt. So. Das hat zur Folge, dass man das über das RAW-Audio-Protokoll nur dann transportieren kann, wenn jetzt kommt eine Liste an Eigenschaften von dem Protokoll, also im Prinzip muss ich Client-Server aushandeln, dass sie sich da verstehen und eine von den Benutzer definierten IDs benutzen. Dann geht das auch tatsächlich. Aber das Protokoll kann es per Default erstmal nicht mit voller Absicht, weil die vergeben halt nur für freie Codecs eine ID. Deswegen, und jetzt kommt es, das ist genau das Einzige, was das ganze wunderschöne Design, was wir haben, eigentlich gnadenlos zerstört, wo nämlich dann er doch mal rechnet, gibt es die Möglichkeit, wenn der Server den Codec nicht unterstützt, entweder weil der Server das nicht kann, also weil er sagt, okay, das kann ich heute nicht, dieser Codec, den supporte ich nicht aus irgendeinem Grund, oder weil es das Protokoll nicht zulässt, dann gibt es die Möglichkeit eines sogenannten Codec-Helpers, das heißt, RPLD startet transparent im Hintergrund, davon seht ihr auch nichts, ein Programm, was es dann decodet und dann irgendetwas an den Server schickt, was der kann.
Ja? Wer ist wir? Naja, weil jetzt immer von wir. Also. Ach so, wir sind die Raw Audio Foundation. Ah, okay. Okay. Ich habe noch eine kurze Frage nochmal. Es geht jetzt nicht mehr um den Playlist-Demon, sondern es geht mir jetzt um den Demon, der dahinter ist, also den Sound-Server. Ja. Ist ja dieser Raw Audio ist ja eigentlich, ja, also ihr habt einmal diesen Raw Audio Demon, der quasi. Wir haben eine ganze Menge Produkte. Ja, wir haben den Raw Audio Server, Punkt. Genau, den Raw Audio Server und ihr habt den Playlist Manager, ne? Ja. Der Playlist Manager, der, das was du jetzt gerade erzählt hast mit den Kompressionsformaten und was da nicht alles ist, das, passiert das alles in diesem Playlist Manager? Nein. Oder ist das in dem Sound Server? Also im Raw Server. Im Idealfall spricht, dass die Daten, die Quelldaten in einem Format vorliegen, die auch der Server spricht. Weil auch der kann irgendwas ablehnen, weil er irgendwas gerade nicht kann. Okay. Schickt der RPLD es einfach 1:1 durch, Punkt. Gut. Das heißt, der sieht einfach nur einen Blob und das pusht er so bitweise da quasi durch die Leitung. Okay, dann hätte ich einfach eine Frage zum Raw Audio Server. Ja? Kann der synchronisieren? Im Sinne von, ich habe jetzt folgendes Problem, ich habe zum Beispiel eine Videoquelle, die ich mit sende auf dem Beamer und ich möchte jetzt halt eben dann den dazu passenden Audio-Stream senden. Der wird durch die Verarbeitung und durch Netzwerk und keine Ahnung was dann eben verlangsamt ein bisschen, kann ich sowas mit Synchronisationssignalen mitsenden. Es ist so, dass jeder Stream auf dem Server hat eine Positionskennung. Damit weißt du, wo er sich gerade auf dem Server befindet und die kannst du abfragen, kannst damit einsynchronisieren. Das klingt jetzt ziemlich kompliziert, deswegen gibt es die, oder es gibt bei uns, gibt es die normale API in der LibLore, dann gibt es die Simple API, kam irgendwann, und dann kam irgendwann die VS-API, die Very Simple API, und die sorgt im Prinzip dafür, dass du davon nichts mehr siehst, sondern dass du da die Daten so rausbekommst, diese Latenzinformation, wie du sie in einer normalen Applikation erwartest zu bekommen, wie du sie von anderen Backends auch bekommst. Gut, aber ich kann theoretisch, wenn ich jetzt mal den Fall habe, dass ich irgendwie jetzt, keine Ahnung, jetzt mit 16 Speakern einen größeren Raum beschallen möchte und dann meine Latenzen einbauen möchte, dann kann ich das entsprechend auch machen. Kannst du natürlich das tun, ja. Okay. Also das ist natürlich vollständig vorhanden. Ja, bis auf ein Frame, theoretisch, genau. Also im Bereich von weit unter einer Millisekunde. Also auf die Genauigkeit von so viel Luftlinie, Schall durch so viel Luftlinie. Ausreichend. Ausreichend, genau. Okay. Noch Fragen? Okay. Dann möchte ich jetzt erstmal an die Wand werfen, die Kontaktinformationen. Also alle schön auf die Homepage gehen, alle schön ins IRC kommen und euch auf der unten stehenden Mailingliste natürlich auch alle subscriben, wie sich das natürlich für gute Zuhörer gehört. Gibt es irgendwo ein Repository, wo man die Nein. Aber ich habe tatsächlich genau vor diesem Vortrag das TAR nochmal, also das TAR wird automatisch generiert und ja, Teile liegen auch in anderen Repositories. Es ist tatsächlich so, dass wir seit 2 Jahren versuchen, auf einen neuen Server umzuziehen und auf dem neuen Server es ein öffentliches Repository gibt, nur halt da noch keine Daten drin liegen. Das wurde versucht. GitHub, aber das müssen wir jetzt nicht diskutieren hier. Also du findest da sogar eine alte Version davon, findest du dort. Aber die ist halt auch ein halbes Jahr alt oder so. Stefan, sag mal Romy. Ja genau, das ist dann die nächste Sache. Okay, hier ist also Ende. Ich habe Romy sogar schon aufgemacht, theoretisch. Ich muss das jetzt nur einmal hier starten. Wir wollen. Kann mal bitte jemand den Verstärker einschalten? Ja, es ist. Ich würde gerne die Software vorführen, nur es ist halt schöner, wenn ich auf den Play-Knopf schnücke und es kommt auch Ton raus.
das die richtige Frage? Oh, warte mal. Zwei gleich aussehende Kabel mit zwei gleich aussehenden Steckern. Kleiner Moment mal bitte. Ich habe noch eines vergessen, was ich tun sollte. Front, right. Left, front, right. Es funktioniert. Ja, ich weiß, dass es funktioniert. Ich suche gerade was. Jetzt merkst du mal, wie das ist. Mit deinen ganzen Spielen. So. Leiden sollst du. Ich muss jetzt einmal auf die große Refresh-Taste drücken. Jetzt hoffe ich, dass das auch lädt. Tatsächlich, es lädt. Wir hatten, wie ich gesagt habe, also man connectet mit einem Client drauf. Theoretisch kann man auch auf dem Player RPLD direkt starten. Wir hatten jetzt zu Anfang wurde ein Web-Frontend dafür gebraucht. Das ist daraus entstanden. Da das Projekt, für das es gebraucht wurde, dann irgendwann eingeschrampft wurde, ist es so bei 95% fertig, ist es eingeschrampft worden quasi. Falls jemand Bedarf dafür hat, wir sind momentan dabei, es wieder zu beleben. Das heißt, bald gibt es noch die restlichen 5%. Aber es funktioniert tatsächlich, dass ich das Mittel zeigen kann. Also, wir sehen hier die Playlisten. Ich habe jetzt hier meine Main-Queue. Okay, und wie ich schon gesagt habe, wir haben einen Pointer für den Startup, der ist jetzt gesetzt auf den Startup-Sound und deswegen steht er jetzt hier schon in der Playlist drin. So, wenn ich jetzt theoretisch hier auf Play drücke, dann sollte eigentlich der Ton rauskommen. Sollte? Sollte? Hallo? Ah, nicht? Jetzt habe ich es kaputt gemacht. MC, geh aus dem Raum. Weil MC sitzt bei uns in meinem Rohr-Auto-Channel und reportet mir, das sind 5 Bucks pro Tag. Deswegen, ich glaube, seine Anwesenheit ist hier schuld. Ich bin zu direkt. MC, du hast es gnadenlos kaputt gemacht. Nein, wenn ich diese Fehler mache, dann heißt es Success. Ja, genau. Bei ihm hat es heute wieder Success angezeigt. Eigentlich sollte das jetzt doch funktionieren. Emsi, was hast du kaputt gemacht? Kannst du mir das bitte verraten? Ich habe Systemsprecher angeguckt. Ja, ich versuche jetzt mal nochmal zu restellen. Es ist besonders schön. Ah! Wunderbar, jetzt funktioniert das. So. Meine Kiste ist ein bisschen langsam, deswegen ist ja auch diese Refresh-Raten hier teilweise nicht so hübsch. Wie man sieht, es hat sich jetzt in die History verschoben und in der Queue ist jetzt nichts mehr drin. So, ich habe momentan auch noch keine weiteren Pointer gesetzt, deswegen ist das jetzt der normale Zustand. Wenn ich jetzt das Play drücken würde, sollte es wahrscheinlich auch einen Fehler ausgeben, aber ich lasse es jetzt lieber, bevor sein Aura das wieder kaputt macht. So. Jetzt habe ich hier Simple, den Film, man kennt ihn vielleicht. Yes. Ja. Hallo, gibt es da keinen Hover? Da ist ein Set-Pointer, Pointer-Current. Genau, jetzt setze ich hier den Current-Pointer drauf mit diesem witzigen Logo da hinten. Da oben steht auch, dass es in Ordnung ging. Jetzt ist in der Queue erstmal noch nichts, was wir eben hatten. Ich drücke wieder auf Play. Und jetzt müsste eigentlich... Jetzt ist meine Maus angeschwollen. Ah, jetzt tut sich was. Und wenn ich jetzt die nochmal refreshe, dann seht ihr also, dass da der erste Titel tatsächlich drin steht. Und dass sogar oben dieser wunderschöne Bar läuft. Ich verrate euch, einen vollen Tag HTML und CSS. Bis dieser Bar da oben wirklich so aussah, wie er gehört. War eigentlich ganz einfach, aber dann kam W3C. Ich sagte 95%. Das war der, wo die Nerv ganz rausgeholt hat. Feature Creep. Gut. So. Ich mache jetzt mal Folgendes. Ich drücke jetzt hier mal auf den Next-Button. Ah,
tut was? Es tut was? Mein Maus tut wieder hängen? Ah, jetzt hat. Also die Maschine ist etwas zu langsam, deswegen merkt man es. Jetzt ist dann das nächste Lied gesprungen, das sieht man hier oben auch schön. Ciao. Ciao. Und genau, das sieht man auch in der Queue, dass der Titel da halt drin steht. So, und wenn jetzt alles gut geht, und ich klicke das hier an, dann sieht man hier eine hervorgehobene Zeile. Das ist jetzt genau eine Zeile nach dem Titel, den wir gerade spielen. Das ist nämlich genau jetzt der Current Pointer im Moment. Der wird hier hervorgehoben. Das heißt, das ist das Lied, was als nächstes in der Queue landet. Schön? Schön. Okay. Plugins? wie rum? Rein oder als Plugin verwenden? Ich habe nur gerade gesehen, dass da Wetterstationen stehen. Ach so. Ich wundere mich, ob du jetzt da irgendwie anfängst. Also ich hoffe nicht, dass du mir jetzt irgendwie im Output deine Wetterstation irgendwas sagen kannst. Das wäre. Ich verrate dir was, es ist im Moment sieht das so aus. Weil, lieber Stefan wird sich da vielleicht noch daran erinnern, dass er nämlich eine Wetterstation zu Hause hatte und die gerne als Plugin dort angezeigt haben möchte, die Daten. Nur bis jetzt ist von seinem Plugin für seine Wetterstation noch nicht mehr da. Ja. Gut. Ich könnte jetzt auch auf Output der Stream klicken, was dafür sorgen würde, dass jetzt mein Browser versucht, das bei sich im Browser nochmal abzuspielen. Das ist dann spannend, wenn man zum Beispiel, wenn jetzt er da hinten gerne das Ganze sehen möchte. Also das Ganze hören möchte. Er sitzt im Nachbarraum, möchte es dann auch hören oder sowas. Ich möchte jetzt nicht darauf hinweisen, dass dieses Webinterface gerade öffentlich zugänglich ist. Ja, wie man an der URL oben sehen kann. Vorsicht da hinten. Aber wenn du das tust, wird der Vortrag gelaufen sein, weil meine Maschine hat einfach nicht genug Rechenzeit, um jetzt den Code anzuschmeißen. Also sie hat genauso viel Rechenzeit. Da geht noch nichts anderes mehr. Ja? Ich habe noch eine Frage jetzt zu dem das Webinterface liegt irgendwo auf dem Server, oder? Läuft das lokal bei dir? Und, also kannst du dazu noch was sagen? Das Webinterface liegt irgendwo, wo es Zugriff auf den Socket von dem Daemon hat. Okay, von dem RPLD. Ja, und den, wo hast du den? Also der läuft aber auch nicht auf deinem Rechner. Im Moment läuft alles zum Vorführen auf meinem Rechner. Also spätestens bei dieser Internetverbindung möchte man das. Ja. Ja, aber das kannst du alles beliebig verteilen. Du kannst den Audio-Server auf einer Maschine sitzen haben, du kannst den RPLD auf der zweiten Maschine sitzen haben, die Dateien auf der dritten Maschine und dein Webinterface auf der vierten und dann der fünften Maschine sitzt dann du. Cool. Und das funktioniert immer noch. Solange nicht EMSI eine von den Maschinen administriert. Okay. So. Jetzt eine Software, die auch Stefan mitverbrochen hat. So. Die Warnung, möchte ich betonen, sind Stefans Code-Teile. Ich habe sie mir angeguckt, ich habe keine Ahnung, warum er da war. Ihr könnt sie einfach ignorieren, also es funktioniert trotzdem richtig. Okay. Nee, es warnt darüber, dass beim Kopieren der Signal-Händler in ein neues Array irgendwelche Werte undefiniert sind. Also ich vermute, dass es eher an Perl liegt als an dem Dings, an dem Programm. Weil er kopiert eine Variable in sich selbst und das ist angeblich dann undefiniert. Gut. Funktioniert aber trotzdem. So. Das hier ist jetzt ein wunderschönes kleines Programm, was jetzt mal so ein bisschen als Proof of Concept geschrieben wurde. Da kann man hier die witzigen Playlisten auswählen. Dann sieht man da die Titel. Ich kann hier auch in die History gehen. Da sieht man, was schon gespielt wurde. Man sieht oben die Zeit, man hat die üblichen Buttons. Ich kann jetzt auf Pause klicken. Und hier sogar, dass es pausiert ist. Ich kann es auch fortsetzen, das funktioniert sogar meistens. Ich kann die Lautstärke verändern hier, was natürlich gerade an der Leistenszene am Ende nicht so spannend ist. Jetzt hängt wieder mein System, weil er den Titel wechselt. Ich sollte nicht daneben klicken. Also ich möchte definitiv betonen, das liegt an meinem Notebook, nicht an der Software. Auf der Zielmaschine läuft das nämlich fehlerfrei.
Ich habe den Code nicht geschrieben. Das ist dein Teil, Stefan. Okay, Leute, ich habe jetzt die Fürchtung, dass ich irgendwas so... Emsi, kannst du mal den Raum verlassen? Die Präsentation geht bei dir echt in die Hose. Tja, echt. Ich habe es heute dreimal ausprobiert und es hat alles perfekt funktioniert. Mann. Okay. Emsi, was machst du eigentlich mit meiner Software? Ich meine, ich kann es jetzt nicht mal mehr killen. Also. Stefan sagt, dass der Code für die GUI kam aber von dir. Nein, nicht der Teil. Die GUI kam von mir. Ist das jetzt tot? Ich frage mich das echt, ich habe das heute dreimal ausprobiert. Ernsthaft, es hat dreimal funktioniert. Vielleicht hätte ich vorher nicht noch ein bisschen umschreiben sollen. Ich habe vorher noch ein neues Feature eingebaut. Vielleicht ist das da dran schuld. Ja, ja, aber er hat sich schon auf dich schieben, ne? Ja, ja, ja. Muss ich die Schuld auf dich schieben, ist ja auch richtig so. Okay, ich zeige jetzt mal so. Es gibt dann hier so die üblichen Sachen. Ich kann die Pointer hier setzen, ich kann das Ganze in die Queue schieben auf verschiedene Weise. Ich kann sagen, spiele es jetzt ab als nächstes, also das ist beliebiger Eintrag. Spiele es jetzt sofort ab, spiele es als nächstes ab, hänge es hinten an, je nachdem, was man gerade möchte. Ich kann mir dazu Infos anzeigen. Da steht dann, was es ist, wo es herkommt, je nachdem, was es von der Quelle ist. Ich gehe dann da ein bisschen näher. Wir können jetzt ja mal bei Synth reingucken. Okay, hier steht ein ganz klein wenig mehr. Hier sieht man die URL, die ich angemerkt hatte. Man sieht hier, was es für eine Liednummer auf dem im Album ist. Das kann man je nachdem, was halt bekannt ist für den Titel. Sind diese Werte, die da, der wird das Metateil, also über die Metainformationen übergeht, sind die frei setzbar? Oder, also sprich, kann ich beliebige Keys und Values da reinpacken? Oder sind die festgesetzt? Auf Surface-Seite in SoundDaemon sind sie quasi frei. Es gibt allerdings IDs dafür. Es gibt aber auch eine ID für Benutzer definiert. Also, ja, es ist halt dafür optimiert, dass es gut maschinenlesbar ist. Deswegen ist das so ein bisschen komisch. Es gibt eine ganze Menge, das heißt, du brauchst normalerweise nicht freisetzen. Der RPLD ist da noch ein klein wenig beschränkt. Es gibt 2000 ein Ticket dafür, weil ich genau wusste, dass diese Frage kommt. Es ist hinreichend frei. Hinreichend frei, okay, alles klar. Dann ist es also ich meine, es gibt über 60 Faktoren, die du setzen kannst. Ja? Wenn du einen findest, den wir noch nicht selber gefunden haben, bitte mach einen Eintrag, ich bin sehr gespannt. Ja. Also es fehlt eigentlich nur so die Eintrag für das Produzentenhund, ja, wie der hieß oder so. Okay. Gut. Jetzt gibt es davon tatsächlich noch das Ganze, in dem Fall vorhin nach Playlist gefragt wurde. Lad. So. Das Ganze ist tatsächlich sogar als solches nur ein Modul, was das kann. Und das ist jetzt einfach mal in einer Applikation eingebaut, da wird das Ganze einfach als Tabs eingebettet, die Fenster. Also auch das, da kann man tatsächlich das als Playlist, als Plugin benutzen. So. Da gibt es auch irgendwo Playlists. Da, man kann auch hier Plugins laden. Es gibt hochgradig seltsame Plugins. Warte mal. Also tatsächlich, man kann gnadenlosen Blödsinn da reinladen. Emsi? Mach mich nicht schwach. Es gibt eine Plugin-Infrastruktur, die für Linux drin sitzt und die alle Applikationen, die das Ding benutzen, tatsächlich können. Also
Das heißt, man kann da Plugins für schreiben, wie man beliebt. Was halt schön ist, weil ich kann auch Plugins schreiben, die in mehrere Host-Applikationen laufen können. Also die ist so, dass sie möglichst universell ist, aber auch beliebig spezielle Funktionen kann. Also was wie Überblenden zum Beispiel. Ja. Es gibt auch dafür tatsächlich in der DSP-Arbeit, in LibreDSP, gibt es auch Funktionen, um sowas beliebig zu tun. Da kann man faden mit Polynomen als Profile, Polynome beliebiger Ordnung. Also du kannst da fahren oder du kannst so fahren, wenn du lustig bist, was sehr interessant klingt. Wie viele Leute hast du dir daran entwickelt? So ungefähr einen pro 30.000 Codes, nein, also na so. Wie viele Leute sind gerade im Channel? Im Channel sind gerade 16 Leute. Es gibt nicht gerade, also wir haben mich, wir haben Stefan, wir haben Meister, wir haben Hef, wir haben, wie spricht man den Kerl eigentlich aus? Ich habe keine Ahnung, er ist Schwede oder so. Vielleicht gewinne ich ja ihn, du bist auch im Channel. Möchtest du vielleicht mit Entwickler, also wir suchen immer noch Entwickler, also es sind so eine Handvoll Leute, die da wirklich, nee, aber was brauchst du? Du brauchst nicht so viele Leute. Ich meine, natürlich, dazu kommt natürlich noch die ganzen Leute, die in der Peripherie sitzen, also die Maintainer zum Beispiel. Für Debian haben wir noch einen getrennten Maintainer, der ist nicht in dem Channel drin. Ja, für Arch Linux, Arc Linux, wie auch immer die Deutschen es gerne aussprechen möchten, ja, haben wir einen Maintainer, der ist halt gerade auch nicht im Channel, der taucht abends auf. Ja, es gibt halt die SCD-Plugin, fast schon. Was? Mitte des Screens. Das passt schon. Ja, tatsächlich, es ist, irgendwann hat Stefan mich angefragt, ob es für den Soundsurfer, so scherzhalber, wann es denn die IRC-Surfer-Implementierung gibt. Ich da so am nächsten Tag so, ich habe ein Plugin geschrieben. Das sind so 800 Zeilen oder sowas und das kann beliebig Channels und Queries und Topics und Modes und. Genauso wie es irgendwie, keine Ahnung, andere Protokolle, es ist nur so viel, also zum Beispiel ein Echo-Protokoll, das sind irgendwie 15 Zeilen oder sowas, weil einfach schon genügend da ist. Ja. Weitere Fragen? Nochmal eine Frage zu dem Sound-Server selber. Und zwar habe ich, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, da momentan auf deinem Rechner läuft, der ist on top. Von Alsa quasi, also die, das ist das, was der im Moment kann, den ich da jetzt habe, so wie er momentan kompiliert ist. Das Schöne ist, dass er spätestens, hier gibt es einen Eintrag DSTR, das ist unsere Abstraktion für I.O., du kannst da alles Mögliche dran hängen und im Moment sitzen wir tatsächlich da dran, ein Interface zu bauen für solche Funkgeräte hier. Ja. Also es ist vom Konzept her so, dass du es auf alles Mögliche setzen kannst. Es gibt ein anderes Projekt. Wir können parallel nicht nur, habe ich dafür irgendwas, was das kann? Nee, nicht, dass es sein kann im Moment gut. Ja, genau, das ist der Punkt. Wir können nämlich nicht nur Audio darüber schicken, es gibt da noch mehr Subsysteme. Wir können Lichtsteuerung mitmachen. Irgendwo gibt es hier doch diese LED-Wall. Ja, also ich weiß nicht, zu Anfang hieß es, dass DMX512 dafür verwendet werden soll. Ja, wir können DMX512, dafür gibt es diesen Treiber hier. Ja. Oder diesen Treiber hier, wenn du eine einzelne LED ansprechen möchtest, die hängst du da hinten an einen Serial-Port mit einem Widerstand davor und du kannst die fahren per Software. Ja? Die Idee ist nämlich daher schlichtweg, wenn du einen Bühnenauftritt irgendeiner Form hast, ein kleines Theater oder sonst was, dann möchtest du potenziell auch Lichter mitsteuern können. Ja? Dann können wir MIDI-Spuren, wir können Licht. Wir können das einfach mal durchscrollen. Was haben wir denn hier?
Audio. Ja, hat der Mixer, Codec, Filter, MIDI, Licht. Das Radio Data and Transmitter Control Subsystem, um sowas zu steuern. Kannst du bitte meine Maus in Ruhe lassen? Decknet. Was? Decknet. Was? Decknet? Ja, wir haben auch Decknet Support. ja, weil die Idee ist, es ist egal. Also, es ist halt immer ein Protokoll und sobald du es irgendwie über das Netzwerk rüberschieben kannst. Ja. Also, wir haben noch die Variante, ein Kombinationssystem für komplexe Daten, zum Beispiel ein Gemisch aus Audio- und Lichtdaten. Dann hast du nämlich eine Datei, wo das einfach als Synchronisation mit drin steht. Also, fahre diese Lampen, während du diese Sachen gerade als Audio ausgibst, für zum Beispiel eine Bühne, schiebst du rein und dann brauchst du keinen komplizierten Bühnentechniker mehr, der da hier drei Fader gleichzeitig schieben kann, sondern du drückst auf Play und das Anlage macht das. Und es gibt noch ein Subsystem, um Rohdaten durchzuschieben, wo ihm egal ist, was es ist. Also das ist so für alles andere. Und auch ja, dafür gab es wieder verrückte Plugins, die haben eine PWP-Session dadurch aufgemacht. ein Tunnel-Interface dadurch aufgebaut. Ja, ich habe das Netzwerk durchgeschoben. Also es kann einfach. Ja, das ist das, was ich damit ausdrücken will. Es kann einfach, was auch immer man durchschieben möchte im Prinzip. Was es nicht kann mit Absicht, ist Pyrotechnik. Dafür braucht man nämlich einen Haufen Sicherheitszertifizierung. Also ich möchte es mal so formulieren. Können schon, aber offiziell gibt es den Branch nicht. Seltiges. Das ist dann der Compiler Switch. Yes, I know that this is a stupid idea. Exakt, ja. Gibt es auch einen Backend für atomare Niemand hat vor, eine Steuerung per Atomanlage einzubauen. Man endlich mal eine Software, die man nicht über IT-Server vertreiben kann, weil man den Bau von Atomwaffen feuert. Was wir auch nicht drin haben, ist Steuerung von Laser, von Schaulasern, aus exakt demselben Grund, die Sicherheitszertifikate. Wobei tatsächlich dort die Bedingungen etwas einfacher sind und das am Überlegen ist, ob das nicht. Womit anbieten dürfte doch alles. Es darf dafür nicht benutzt werden. Das ist ja eine komplett andere Geschichte. So ganz so einfach ist das nicht. Vom Nuklearreaktor, das ist schon logisch. Aber das Problem ist, du musst erstens international denken. Die Frage ist, stimmt das für alle Länder dieser Welt? Reicht, reicht es aus, dass dir eine Beihilfe nachgewiesen werden kann, eine unmittelbare oder sowas? Ja, also wir sind da etwas vorsichtig mit. Aber tatsächlich für Laser sind wir am Überlegen, da soll es tatsächlich was geben. Laser, Pyrotechnik, achso, und Video. Wir sind ein Soundsystem. Also man kann über die RAW-Daten-Interface, über das RAW-Daten-Subsystem kann man Videos schieben, das geht. Das habe ich schon getan. Also, aber es ist nicht dafür gedacht. Okay, deswegen, das wäre jetzt die letzte Frage. Ihr habt jetzt hier so eine eierlegende Wollmilchsau gebaut. Für alles, was mit Sound zu tun hat. Ja, nee, anscheinend ja nicht. Das ist ja nur der Punkt. Also ihr habt jetzt hier so eine eierlegende Wollmilchsau gebaut. Auf deinem Laptop, sagst du, hast du momentan bereits schon ziemlich Performance-Probleme. Nein, das liegt an meinem Laptop. Wenn ich jetzt das DMSG aufmache, wirst du zum Beispiel sehen, dass er wahrscheinlich jetzt im Vortrag mir gerade das DMA weggebröselt ist. Das hat sie mich gestern auch schon getan. Das ist eine Kiste, die hat ein 500 MHz CPU und die Festplatte tut halt mit 300 Kilobit da dran hängen oder sowas. Wenn ich jetzt den Flux-Stream darüber ziehe, dann merkst du, dass es schon ernsthaft eng wird. Das ist so eher das Problem bei dieser Kiste. Was habt ihr das Ganze bisher denn schon auf irgendwelchen Embedded-Prozessoren mal zum Laufen gebracht? Wir haben die Sache produktiven Einsatz auf Transmeters. Die gehen so ein bisschen in die Richtung. Das ist so Stand 486 etwa. Plus Security-Features von AMD. Damit man solche Dinge hat wie ein Watchdog oder Speicherschutz und so Zeug, was man auf Embedded-System, auf richtigen Embedded-System eigentlich auch möchte. Ja, weil man, also einen Watchdog möchte man haben.
Ansonsten ist es so, dass wir momentan ein Projekt haben, deswegen habe ich damit auch angefangen, Foxlight. Das ist tatsächlich die Idee, auf einem Atmega das Ganze zum Laufen zu haben und damit Lichtsteuerung zu betreiben. Und ja, wir sind jetzt ziemlich weit mit. Also theoretisch gesehen hätte so ungefähr heute die erste Prototyp vom Band rollen sollen. Praktisch durch krankheitsbedingte Sachen wird sich etwas verzögern. Genau, daher die Diskussion vorher mit Frank. Die Software dafür steht zu 98%. Es geht jetzt tatsächlich nur noch darum, den Prototyp zu bauen. Und die restlichen 2% ist das, was, wenn man einen Prototyp hat, reift. Also, ich meine, das kennt ihr ja auch. Ja, dass wenn man es dann mal wirklich baut, dann muss man dann noch so ein bisschen den Timer falten und so. Es gibt tatsächlich Pakete dafür, die dafür gedacht sind, auf Embedded-Systemen benutzt zu werden. Es wird regelmäßig geguckt, was an Code kompiliert für ein AVR, weil mit AVR haben wir am meisten zu tun. Ich jag sogar hier das große Paket durch den Compiler für ein AVR, weil das tatsächlich auch interessante Fehler zutage bringt. Also Sachen wie, wenn ein Int plötzlich nicht mehr 32-Bit groß ist. Also auch das probieren wir aus. Natürlich wird jetzt ein großes, also ich werde jetzt nicht keinen FLAC-Decoder auf einem Atmega zum Laufen bringen, aber er reicht eben, um damit halt eine LED-Wall zu steuern. Das heißt, da kommt es nur noch an Ethernet-Stecker rein und fertig. Also das sind halt jetzt so die Schritte. Also es gibt da schon Projekte, nur generell ist es halt so, dass dafür ja auch der Bedarf da sein muss. Und dann muss die Machbarkeit gegeben werden. Das ist immer so die Kombination aus beiden, weil bei einem hat man das Problem, dass dann zu viel Startkapital nötig wäre oder ähnliches. Oder bei ein, zwei Projekten hatten wir es schon, dass es dann rechtliche Probleme gab, weil uns dann Lizenzen nur in Mengen verkauft werden wollten, die Firmen, die wir nicht bezahlen können. Also ich meine, ich kann nicht einfach für 100.000 Lizenzen 4 Euro kaufen. Das ist so nicht ganz so die Größenordnung, die wir brauchen. Ja? Also mit den 4 Euro bin ich wunderbar zufrieden, aber nicht mit den 100.000. Imsi, machst du da mehr bei denen abgesehen von Code kaputt? Nein. Noch nicht. Zum Glück nicht. Was denkst du, wenn er schon alles als Benutzer kaputt kriegt, ja, er macht das dann als Entwickler besser? Er ist der perfekte Alpha-Tester, also sorry. Ja, was denken Sie, warum ich den habe im Channel? Nur manchmal geht er mir echt auf die Nerven, vor allem wieder heute. Ich möchte zitieren, die Config-Dateien, ich habe ihn gebeten, bei seinem Bug die Config-Dateien mir zu geben. Und er meinte, die Config-Dateien seien relativ default. Woraufhin ich meinte, dein Bug ist relativ gelöst. Ja gut. Also manchmal treibt er einem echt zur Weißglut, ja. Okay, von ihm sie bashing. Ich sag nur Error, Doppelpunkt, Success, ja? Also. Wir können doch erstmal Myro.de weitermachen. Aber dafür habe ich gar keinen Vortrag vorbereitet. Also Myro.de ist tatsächlich eine weitere Surf-Implementierung. Ja, ich befinde mich ja schon halb in der Workshop-Phase. Also, du kannst so langsam. Genau, klatsch doch mal hier.